Herzlich willkommen hier wieder zurück zu Star Wars Outlaws. Wir starten direkt rein nach dem fatalen Absturz eines CE-Fehlers in diesem Spiel. Versuchen wir wieder rein zu connecten, reinzukommen und mal gucken, wo es zuletzt gespeichert wurde. Aber erstmal, bevor es losgeht, hier herzlich willkommen auf Twitch und dann später natürlich auf YouTube auf meinem Kanal ChristianH3000 und somit. Ja, herzlich willkommen, mein Name ist ChristianH3000 und wir spielen direkt weiter. Ich drücke X-Taste und wenn es euch gefällt, natürlich immer gerne liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn zu uns ist kein Mann. So, wir sind gesucht immer noch. Eieiei, okay, dann machen wir mal weiter. Wir müssen noch immer noch unser Raumschiff reparieren. Mal gucken, was wir hier machen können. Hier ist ein Ausrufezeichen. Ja. Okay, neue Stadt. Ja, und aus Hoffnung. Hier hat Wacker also die Bahnbrecher hergebracht. Mhm. Jemand hat die Verdächtige in ihrer Nähe gesichtet. Suche sie weiter. Von mir kriegst du keine Kredit. Das ist mal gut, dass wir wissen, wo lang. Wir haben die Zielperson verloren. Brechen Sie gut. Ich bin in Sicherheit. Das ist ja schon mal schön. Also, wir müssen jetzt diese Richtung. Alles klar. Was gibt's hier? Ein Händler. Nicht Schiff, nicht verfügbar. Okay. Alles klar. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier was finden. Wow. Sieh dir mal das Schiff an, Nix. Wacker war fleißig. Ach, das ist ja schon mein Schiff. Ei. Okay. Ich dachte, ich muss zur Absturzstelle fliegen. Fahren. Gleiten. Aber gut, cool. Wacker, hast du das echt alles ganz allein geschafft? Mhm. Harte Arbeit, die sich aber auszahlt, wenn diese Schönheit durch die Atmosphäre dahin gleitet. Ja, sicher. Willst du jetzt diese Einspritzventile? Nein, nein. Behalt die mal lieber noch ein bisschen. Teure Teile lernen hier gerne mal das Laufen. Okay. Setze das Ionenmodul zusammen. Das ist ja ganz schön groß, das Raumschiff. Ja, guck erstmal hier. Module für die Waffe. Wir haben nur das eine momentan. Okay. Was bringt das eigentlich überhaupt? Die Standard-Ionenmodul, das ionische Partikel abfeuert, effektiver gegen Schilde und Druiden. Ah ja. Okay, wir haben nur das eine hier. Salve. Okay. Cool. Puh, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Danke, mein Blaster wäre dann soweit. Willst du mir jetzt diesen Auftrag geben? Ja, Belo meinte, dass du bei ihm warst. Ich schicke dir den Fundort des Lagers. Verschaff dir Zugang und nimm alles mit. Alles klar, das schaffe ich. Gut, komm nach Jauntas Hoffnung, wenn du fertig bist. Ich bin doch schon da. Okay. Man sagt, das Können zeichnet einen guten Schmuggler aus. Aber glaub mir, das stimmt nicht. Auf die richtige Ausstattung kommt es an. Na klar, Glücksspiel macht Spaß, aber dein Geld für gute Ausstattung auszugeben, kann eines Tages seinen Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Ja, ist ja normal, ne? Du bekommst gute Ausstattung bei den Schneidern in der Stadt, aber die Premiumware geht an die Syndikate. Verdien dir Respekt und dann verkaufen sie dir vielleicht den Rest hat. Ja, okay. Der Rest liegt schwer bewacht in ihren Basen. Nach allem, was ich gehört habe, ist die beste Ausstattung der Vorratslage in der ganzen Galaxis versteckt. Ich habe sogar ein paar Fundorte in der Umgebung ausfindig gemacht. Aha. Okay. Das hört sich auch schon mal ganz gut an. Kleiderschrank wechseln. Ja, wir haben halt nur das oder das. Jacke ausziehen oder anziehen. Eins von beiden. Und da haben wir ja für ein... Okay.
Okay, gut. Anhänger haben wir keinen. Wo wir eigentlich einen freigeschaltet haben, durch die sogenannte Sachen. Schüssel wechseln. Achso, das ist das fürs Essen. Ah, ja. Der Lehrer hatte recht. Sliro hat ein Todesmal auf mich ausgesetzt. Na gut, dann müssen wir uns was einfallen lassen, bevor sie Rigbesch uns findet. Mhm. So. Das ist der Hangar. Was konnte ich hier gerade öffnen? Was ist das? Achso, das Klo. Okay. Alles klar. Was ist das? Aha. Posteingang. Oh, ja, klar. Nehmen wir, nehmen wir. Kleidertrophäe. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Okay, nehmen wir. Cool. Okay. Dann wieder zurück. Da bin ich mal gespannt. Was haben wir hier? Nix kriegt. Ich weiß nicht. Nee, gefällt mir eigentlich ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Da geht auch nichts. Alles klar. Fahrzeugschmuck ist das bloß. Okay. Na dann, okay, dann wieder raus. Und machen wir die Mission weiter. Dass wir da ein bisschen vorankommen. Also ich dachte, das wäre was. Das scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Müssen wir jetzt wieder zurück in die Stadt fliegen? Na dann. Okay. Holen wir uns den Kleider wieder und dann... Ich habe Schiffsteile, wenn Sie welche brauchen. Nee, leider nicht. Tut mir leid. So, also mal ganz kurz gucken. Auf Journal. Neuer Trick. Genau, auf Karte anzeigen. Also es ist kurz vor der Stadt anscheinend. Nee. Ich möchte... Karte. Wow. Kriege ich auch eine andere? Ah ja, okay. Sabotage. Wo bin ich gerade? Toll. Okay, wird nicht wirklich... Ah ja, okay, doch hier. Ah, okay, jetzt gleich um die Ecke. Okay, gut. Neuer Trick. Nee, Hauptquest. Wir haben hier einen Schatz. Ein Schatz. Abenteuer. Ja, ich werde jetzt überwiegend... Also die Idee ist so, dass man hier eher mehr auf die... Hauptstory uns mehr fokussieren, weil wenn ich die ganzen Nebenquests mache und allen drum dran, würde das Stunden gehen. Aber naja, das wollten wir ja nicht, glaube ich. Ne? Das wäre ja ein bisschen zu heftig. So, Aussehen. Warum nicht? Können wir das mal ändern? Werkzeuge. Inventar. Ja. Gut, alles klar. Dann raus zum Speeder und wieder raus und dann irgendwie nach rechts, glaube ich. Verlorene Steppe. So. Huttenkartell Lagerhaus. Das ist der Ort, an den Danker mich geschickt hat. Oh, der Kondensator ist hin. Dafür brauche ich dann wohl die Ionen-Mod. Okay.
So, dann muss ich erst mal gucken. Aha. Was wär's dann? Okay. Oh, dann nehme ich das hier wohl mal mit. Ja, wir nehmen auch alles andere mit. Großer Jabba, ich habe Fortschritte auf Tosara erzielt. Dies ist die erste von vielen Creditzahlungen an Sie, die Sie von diesen Operationen erwarten können. Ich möchte diese Gelegenheit außerdem nutzen, um Ihnen erneut dafür zu danken, dass Sie mein Leben verschont haben. Anders als der andere Hutten-Vollstrecker. Ich nehme diese Chance nicht auf die leichte Schulter und werde mich nach Kräften bemühen, mich zu revanchieren. So. In loyaler Treue, Varric. Mit V. Varric oder Varric, keine Ahnung. Was bezeichnet. Okay, wir haben alles. Das sieht gut aus und ja. Dann raus zum Imbiss. Oh, das rausgerissen blendet regelrechtlich. Aber gut. Hier aber einfach gucken wahrscheinlich. Was bringt das hier eigentlich? Ist es nur zum Anschauen? Oder gibt es hier auch noch irgendwas zum Einsammeln? Da könnt ihr fast meinen, könnte man irgendwie hochklettern. Oder ist es bloß Deko? Ja, ist es nur Deko. Okay, dann halt nicht. Gut. Dann wieder zurück. Weiter geht's. Bin ich hier richtig? Ah, okay. Suchen Sie etwas Bestimmtes. Nö, brauchen wir nicht. Okay. Hier gibt's nichts, okay. Dann reden wir mal. Danke, also, das hier habe ich gefunden. Eine Art Verfolger-Transponder und ein paar Kredits. Behalt sie. Um die ging es mir sowieso nicht. Die Hutten wollten keinen Tribut zahlen. Also führt sie dieser kleine Transponder hier statt zu ihrem Versteck geradewegs zu mir. Ha. Mit dir darf man es sich nicht verscherzen, ha? Huh? Keine Sorge. Ich bin gut zu allen, denen ich vertrauen kann. Und deshalb kriegst du noch ein kleines Extra. Aber extra? Also mehr Geld? Nein, besser. Ein Rat. Ich habe Freunde, die dir helfen könnten. Etwa ein besseres Hacking-Kit zu beschaffen oder deinen Gleiter aufzumotzen. Finden musst du sie selbst. Aber das ist schon mal ein guter Anfang. Danke. Informationen sind ja mehr wert als Kredits, richtig? Weißt du, du kannst diese kleine Erleuchtung gern für dich behalten. Bis bald. Alles klar. Neue Tricks. Hey, ich suche jemanden, der meinen Gleiter umrüsten kann. Probleme mit dem Wind. Ist es so offensichtlich? Zelo Rovac ist die beste Mechanikerin diesseits der Handelsroute. Aber sie mag keine Fremden. Nicht schlimm. Ich auch nicht. Sie macht sich in letzter Zeit rar. Vielleicht haben ihre Freundin Kadua sie gesehen. Kadua? Ja, das ist, gleich außerhalb von Mirogana. Es ist ein Windfischerdorf.
Genau, Windfischer. Natürlich. Boah, ich musste nicht mal hingucken. Ich musste gerade weggucken. Das Ding ähnelt. Hey, ich könnte jetzt diese Einspritzventile gebrauchen. Bring sie her und dann sollten wir losfliegen können. Ha, na endlich. Ich bin gleich da. Ich weiß nicht, das sieht übelst nach einer Spinne aus, deswegen. Boah. Kay, komm mal her. Bin da. Hey, hier sind die Treibstoffinjektoren. Perfekt. Bauen wir sie ein. Verbesserungen installieren. So. Was ist das hier? Außer Betrieb. Verdammt. Installiert. Und hier? Nix. Ich kann nicht schießen oder was? Per Waffen? Irgendwelche Laserkanonen oder Lasergeschütz? Ah. Man kann das Schiff also, auch machen. Die Treibstoffinjektoren sind fertig. Moment, ich mache uns abflugbereit. Können wir jetzt abheben? Das sah ja auch schon mal besser aus. Es fliegt, quasi. Hast du noch einen Auftrag für mich? Was hältst du davon, Imps reinzulegen? Ach, nicht gut. Kay, sag ihr nicht gut. Ich dachte, sowas macht ihr hier nicht. Deshalb hängen wir es den Pikes an. Und wer sagt mir, dass Crimson Dawn mich hinterher nicht abserviert? Niemand. Aber so läuft das Spiel. Und ja, ich spiele es besser als die meisten. Du musst dich nur auf eine Station des Imperiums schleichen und ein paar Daten löschen. Einfach. Im Weltraum? Nein, sie ist noch nicht bereit. Ich mach das schon. Aber ich sprach über sie. Wir kriegen das hin. Viel zu viel optimistisch. Fertig. Sie fliegt jetzt. Aber der Hyperantrieb ist immer noch im Eimer. Ah, also keine Sprünge. Dann müssen die Kernwelten wohl warten. Ja. Alles klar. Bin ich jetzt mal echt gespannt. Ha. Das Schiff sieht gut aus. Was ist denn da hier hinten? Das ist ein Fragezeichen. Okay, nach oben komme ich auch nicht. Ah, das ist unten. Unterm Schiff oder was? Ja, toll, ne? 17 Meter unter mir. Okay, gut. Ja. Alles klar. Bin ich jetzt mal gespannt, wie das Fliegen sicher, allgemein dass es fliegt, Wacker? Das wird sie. Das wird sie wahrscheinlich. Oh, ein schönes Raumschiff eigentlich, mit viel Platz auf der rechten Seite. Starten wir, let's go! Okay, Zeit um abzuhauen. Mit der Steuerung, ja? Sei gut zu dem Schiff. Klar, ich hab's kapiert. Oh, ich... Lehrer, diese Koordinaten sind nicht für die Raumstation. Zuerst brauchst du einen Weg hinein. Wir haben einen Frachter auf dem Weg zur Station ausgeschaltet, der Sansana geladen hatte. Sansana, also Gewürz. Erst wenn es verarbeitet ist. Hol es ab. Gib dich als Lieferant aus. Ja, muss ich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber es ist einfacher wie bei den anderen. Okay.
Okay. Wenn man gemütlich dran arbeitet, dann auf jeden Fall. Was soll eigentlich der Schrott hier draußen? Dafür kannst du dich bei den Sonnenwinden bedanken. Aber keine Sorge, das Schiff kommt mit allem zurecht. Oh, klar. Questbereich. Achso, ich muss jetzt mal das machen. Okay, alles klar. Okay, wir fliegen erstmal dahin. Es ist auf jeden Fall angenehm. Seitliches Ruder ist, muss man sich daran gewöhnen. Aber dann klappt das auf jeden Fall mit den Nachbarn. Aber wir müssen erstmal wissen, wie es unter den Gefechten abläuft. Aber, ja. Ah. Da ist das Schiff. Schieß die Fracht frei. Mhm. Näher ran, während ich den Fangstrahl aktiviere. Damit das gehört uns! Gib die Fahrt frei, Piraten, das hat uns gerade noch gefehlt! Sie dürfen nicht die Ladung treffen! Ich weiß, Wacker, wir müssen kämpfen! Ich krieg die Fracht nicht zu Waffen, während sie auf uns schießen! Beschützt die Bahnbrecher! Ja, das jetzt ist richtig eklig. Ach, Verfolgungsmodus, sau. Ah, okay. Noch mehr? Oh, komm schon! Wir wollten das zuerst stehlen! So, mit X habe ich Raketen noch. Wow, das Ding fliegt sich echt geschmeidig. Nicht wahr? Also, holen wir jetzt den Rest der Fracht. Okay, ab wieder zurück. Auf Grafik sieht Bombe aus, ey. Koordinaten der Raumstation ein. Das wird schon. Das wird schon. Okay. Also, da wollen wir einbrechen? Ja. Mach einfach nichts Verdächtiges, okay? Weißt du was? Ich deaktiviere die Bordwaffen. Nur für den Fall. Ne? Ein Booster mal auf. Darius G-Klasse hatte Probleme und wir mussten für ihre Lieferung auf dieses Schiff ausweichen. Lieferung von kostbaren Mineralien. Äußerst legalen Mineralien. Folgen Sie der TS-Code zu Andockbucht 3 zur Inspektion. Inspektion? Zumindest sind wir drin, oder? Okay. Was stehlen wir hier überhaupt, Elera? Nichts. Ihr tilgt Schulden. Jedes Syndikat in Mirogana schuldet Gouverneur Thornton Geld. Die Aufzeichnungen dazu befinden sich auf dieser Station. Also, ich finde den Datentresor, lösche die Schulden der Pikes und Thornton glaubt, sie hätten seine Daten gehackt. Daten löschen, die Pikes beschuldigen. Und Crimson Dawn gewinnt. Ach, warum habe ich das Gefühl, dass ihr Lehrer uns benutzt? Weil es Crimson Dawn ist. Und sie es tut.
den Sound, bitte. Die Imperialen. Okay. Ach, hinten raus wahrscheinlich. Also, Kisten mit Sansana. Wir haben Kisten mit Sansana auf einer imperialen Raumstation. Super. Kay, das wird hart. Es ist noch nicht zu spät, um die Fracht zu übergeben und zu verschwinden. Nein, ich brauche Ersatzteile für mein Schiff und nur so bekomme ich sie. Wir ziehen das durch. Wir müssen. Also ich soll einfach... Was? Die Imps ablenken, während du den Datentresor suchst? Gute Idee, Wacker. Ich schleich mich zur Hintertür raus. Na gut. Okay. Hintertür? Wo ist die Hintertür? Von welcher Hintertür reden die? Ich soll mich aus der Hintertür rausschleichen? Was für eine Hintertür denn? Habe ich hier irgendwie was vergessen? Sehe ich hier irgendwas, was ich nicht sehe? Siehst du was? Verstanden. Das ist wohl kaum die Hintertür. Uns raus und suchen einen Grundriss. Unbemerkt. Der nächste Auftrag wird besser. Wieder Kampftraining? Naja, den Alarm auslösen würde ich schon. Keine Vorkommnisse. Bereitet sofort euer zweites Schiff vor! Wir haben nicht den ganzen Zyklus Zeit! Bleibt die da jetzt stehen, oder? Deckung. Ja, also wegen der Lieferung. Es ist leichter, wenn ich es Ihnen zeige. Kommen Sie rein. Sehen Sie diese Laserkanone? Das ist eine Dümek LC-5. Warum kann ich nicht mit Toten persönlich sprechen? Der Gouverneur ist äußerst beschäftigt. Sie kennen den Preis für eine Eilzertifizierung. Nora erwartet seine Ware noch. Okay. Unentdeckt sind wir reingekommen erstmal. Sehr gut. Da kommen wir nicht weiter. Alien Isolation.
Wir sind drin. Auf einer Konsole findet sich sicher ein Grundriss. Dann finden wir den Datentresor. Aha. Alles schön mitnehmen. Fahrstuhl. Denke ich mal. Also die letzte Nachricht konnte ich nicht lesen, weil wegen dem Gespräch, was war aufgelaufen ist, wollte ich nicht dazwischen funken. Wer auch immer eine Sansana-Ladung im Belüftungskanal abgestellt hat, bitte wenden Sie sich an das Wartungspersonal. Wenn sich niemand darum kümmert hätte, hätte das Gelände gesagt katastrophal enden können. Okay. Whatever. Ich habe nichts getan. Entschuldig. Er braucht mich jetzt nicht wundern, wenn die jedes Mal drauf gehen, wenn die alle so viele Lecks haben. Ist ja normal, dass dann alle immer. Such noch einmal. Wir wollen den Umsatz erhöhen, das verstehe ich. Aber ist es das Risiko wert? Du kannst dich jederzeit versetzen lassen. Das habe ich schon überlegt, aber... Aber du hast dich an das Leben gewöhnt, das dir dein Bonus hier einbringt, oder? Was soll ich sagen? Torben macht es eigentlich leicht. Ich probiere es einfach mal. Dass er einfach nur stehen bleibt, nachdem ich aktiviert habe. Befreit mich von dem Biest. Okay. Da ist unsere Konsole. Wir können es uns nicht erlauben, dass Pikes einfach durch die Station spazieren. Ja, deshalb wird das auch nie passieren. Wir nehmen die Sache ernst. Diese Operation würde nicht so lange laufen, wenn wir nachsichtig wären. Propaganda Imperiale, okay. Ey, ich muss da rein. Wie soll ich denn beide ausschalten? Muss ich jetzt mal kurz gucken. Erstmal da. Ist jemand in der Nähe? Ja, zwei Leute. Die Konsole in der Mitte muss ich anwenden. Funktioniert. Nice. 40 große Tanks, eine Ladung Tibana-Gas, zensiert. Ladung Durian. Okay, es ist nur eine Bestandsliste. Okay. Alles klar. Also, Datentresor. In der Wartungsbucht. Alles klar. Öffnen wir diese Tür. Offizierin inspiziert die Waren. Hast du die Daten gefunden? Nein, beschäftige sie. Ich dachte gerade, Mirogana gehört den Pikes. Statt ihre Schulden zu löschen, könntest du Crimson Dawn anschwärzen. Gorak alles erzählen
und eine Belohnung kassieren. Ihr Lehrer hintergehen? Denk mal drüber nach. Was hält sie davon ab, sich dein Todesmal zunutze zu machen? Hey, ich hab dir nie von meinem Todesmal erzählt. Sowas spricht sich rum, Kay. Oh, warte, sie kommt zurück. Okay. Dann weiß ich auch nicht, also ich bin echt... Ich weiß halt immer noch nicht, welche Einheit ich nehmen soll. Oder welche Fraktion. Vorwärts! Beeilung! Scheiße. Ich habe das Gefühl, da kommt Ärger auf uns zu. Was war das? Glaubst du, diesmal reicht es für... Hey! Nix! Wenn man sich überlegt, die haben einen Helm an, man schlägt mit einer blanken Faust drauf. Das scheint die doch gar nicht zu interessieren eigentlich. Okay. Normalerweise schön noch den Rauch einatmen. So. Okay, wo ist der Suchbereich? Ach, da, okay. Okay, manche sind einfach, manche nicht so. Aber gut. Was war das? Boah, ganz schön rot jetzt, ne? Für mich zu gehen. Hab ich dann schon einen? Nee, den Datenträger. Muss noch den Tresor finden, den Datentresor. Oh, das war knapp. Ich hab nicht mal was mitbekommen, dass da welche waren. Immer schön alles mitnehmen. Gott, ist das riesig. Okay, im Nebel bin ich versteckt. Okay. Aber am Ende haben wir sie erledigt.
hören. Eins. Aha. Und cool. Wäre fast in die Hose gegangen. Alles ruhig. Was war das? Senior, hey, was habt ihr auf Suche? Okay. Boah, das war knapp. Haben wir gut gelöst. Gerade so. Das ist echt spannend. Schloss überbrücken. Geht langsam. Im Rhythmus bleiben. Okay. Irgendwas fehlt. Wir müssen noch irgendwas ausschalten. Irgendwas haben wir vergessen. Ich bitte nicht, dass wir noch draußen was machen müssen. Wir alle müssen unseren Teil beitragen. Dieser Sektor ist ein bisschen zu ruhig. Ich war auf Erden stationiert. Ich kann Nährflöten nicht mehr sehen. In diesem Sektor passiert eh nichts. Oh, vergrifft. Mein Kontakt! Och, nee. Oh, das war ja echt blöd gemacht. Jetzt hätte ich wahrscheinlich als erstes machen sollen. Ah, naja, okay. Konnte ja keiner wissen. Alles klar. Auf ein neues. Halten Sie die Blasterkanone erstmal für mich zurück. Ich brauche ein Upgrade. Auf Yakar ist mein Trupp mal in heftiges Artilleriefeuer geraten. Okay, wir müssen wieder raus. Sollte das eigentlich passen? Beilen. Verdammt. Sie brauchen zu langsam. Sie brauchen zu lange. Viel zu lange. Was war das?
sollten wir uns mal ansehen. Der Sektor ist gesichert. Oder so. Was ist das? Okay. Jetzt haben wir nur noch zwei, dann haben wir wieder Ruhe. Jetzt haben wir eigentlich Ruhe. Definitiv. Okay. Wow. Mach mal auf, Kumpel. Uns dieser Weg hin. Laut Grundriss muss der Datentresor hier irgendwo sein. Vielleicht dort? Ach du Scheiße, okay. Bin ich da längst das letztes Mal angelaufen? Warte, aber wie gehen wir zurück? Da gab es ja auch noch einen Weg. Nein, ich komme nicht mal zurück. Ach, come on, Spiel. Komme ich da rüber? Nein, nicht von hier aus. Warte mal, ich will jetzt gerne was ausprobieren. Also das ist jetzt, was mir nicht so passt eigentlich. Wir probieren das nochmal zu laden. Weil das ist doch blöd. Du kommst halt durch die Tür und plötzlich ist sie zu. Ja genau, da würde ich nicht hin. Wir machen nochmal zurück. Da. Ich hoffe, das ist das Richtige. Ja, ist ja nicht so weit weg entfernt von dem, was ich schon hab. Ist aber trotzdem bescheuert, dass es einfach hier zuschließt und Ende, kommst nicht mehr zurück. Na ja, auf geht's. Geht ja schnell, wir haben ja schon alles durch, wissen ja, wie es funktioniert. Den Umsatz erhöhen, das verstehe ich. Aber ist es das Risiko wert? Du kannst dich jederzeit versetzen lassen.
Das habe ich schon überlegt, aber... Aber du hast dich an das Leben gewöhnt, das dir dein Bonus hier einbringt, oder? Was soll ich sagen? Torben macht es einem nicht leicht wegzugehen. Nix. Hol die Beute. Fein. Läuft einfach weiter. Gut. Was war das? Mir nach! Zeit für eine kleine Showeinlage. Jetzt erschießt es schon! Okay. Keine Ahnung, was ich dann im Endeffekt sabotiere, aber... mega. So, das war die Propaganda. Da ist unsere Konsole. Haben Sie durchgezählt? Ja, ja, sind alle da. Wir können es uns nicht erlauben, dass Pikes einfach durch die Station spazieren. Ja, deshalb wird das auch nie passieren. Wir nehmen diese... In die Tasche, Nix. Was ist das denn? Sie dir. So. Da liegt das mal ganz komisch, aber gut. Ist mir egal. Das Feuer da. Ja. Also, so. Datentresor. In der Wartungsbucht. Alles klar. Öffnen wir diese Tür. Auf geht's. Hey Kay, die Offizierin inspiziert die Waren. Hast du die Daten gefunden? Nein, beschäftige sie. Ich dachte gerade, Mirogana gehört den Pikes. Statt ihre Schulden zu löschen, könntest du Crimson Dawn anschwärzen, Gorak alles erzählen und eine Belohnung kassieren. Ihr Lehrer hintergehen? Denk mal drüber nach. Was hält sie davon ab, sich dein Todesmal zunutze zu machen? Hey, ich hab dir nie von meinem Todesmal erzählt. Sowas spricht sich rum, Kay. Oh, warte, sie kommt zurück. Ich muss aus diesem Loch raus. Vorwärts! Ich habe in einer AT-AT-Einheit gedient. Einmal ist einer über einem Trupp zusammengebrochen. Sowas vergisst man nicht. Mhm. Sehr interessantes Gespräch für die beiden, definitiv. Ich habe nichts von neuen Blastern gehört, aber hoffentlich stimmt es. Alles klar. Wie soll ich das denn machen? Warte mal, vielleicht pfeifen? Was war das? Hol sie dir, Kumpel. Wir haben einen Eindringling. Los geht's, Nix. Komm schon. Das war anstrengend. Aber es hat geklappt, auch wenn es ein bisschen unkomisch war bei der ersten. Aber wir haben das ja schon mal gemacht. Also das ist ja jetzt nicht die Welt. Dass man die Kamera nicht irgendwie ausschießen kann, ohne... Haben die früher bei Star Wars nie einen Schalldämpfer gehabt? Besonders Mühe. Hier steht bald eine Inspektion an. Das muss man mir nicht zweimal sagen. Ich
erinnere mich noch ans letzte Mal, als... Ich fasse nicht, dass wir diese Lieferung wegwerfen mussten. Corden auch nicht. So. Weiter geht's. Zeit für mich zu gehen. Oh, das war knapp. Keine Ahnung was, aber naja, zum zweiten Mal. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Sehr schön. Gut. So, jetzt machen wir als erstes hier drüben. Ich sag dir, die Leute mögen uns. Erst die Tür öffnen. So. Open the door. Ich weiß halt noch nicht, wie ich alle drei ausschalten soll, ohne Alarm auszulösen. Klar, da vorne ist ein Kanister. Aber ich weiß ja nicht, ob jetzt eine Explosion genauso das auswirken kann. Ich habe auf einem Dutzend Planeten gekämpft und nicht einmal verloren. Sobald ich sie sehe, eröffne ich das Feuer. Alles sauber. Okay, da kommen wir noch drum herum. Jetzt will ich aber testen, was hier drin war. Sektor ist sicher. Na gut, Nex. Hol sie dir. Okay. Das Ding hält immer noch an. Ich frage mich halt, wie man da reinkommt. Oh.
Naja. Okay, Kameraüberwachung, Wartung, Energieberade. Überwachungskameras, Wartungsenergiebarriere. Probieren wir das. Boah, das ist ein hartes Rätsel jetzt. Okay, wir haben schon mal eins. Auch nix. Okay, das kommt woanders hin. Wir verlassen es, wir probieren es nochmal. Ich will keinen Alarm auslösen. Zwei richtige. Okay, dann haben wir jetzt zwei Versuche. Das ist zu Risiko. Ich muss in den ersten drei schon drei Stück haben. Das bringt ja nichts. Risiko ist zu hoch. Probieren wir mal den Kameras. Mal gucken, wie es da aussieht. Das ist genauso extrem. Kann ich schon wieder vergessen. Wir starten nochmal neu. Aber wir machen das erstmal hier drüben. Erstmal fertig. Kann ich auch wieder abbrechen. Wenn ich. Das erste muss wenigstens eins oder zwei schon haben, aber im dritten muss ich schon alle drei fertig haben. Sonst habe ich die letzten zwei keine Chancen mehr, irgendwas. Okay, wir haben schon mal eins. Oh ja, okay. Jetzt, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Aber jetzt habe ich halt noch so viele zur Auswahl. Vielleicht eine Kombinationsreihenfolge. Ne, wir probieren es doch einfach mal nochmal. Irgendeins muss es ja sein. Hätte sein können, dass irgendwie die Kombination irgendwie zusammenhängt oder so, aber dann wäre es. Das hier dann sonst eigentlich nur. Nee. Nee. Okay. Probieren wir es nochmal. Wir müssen halt. Das ist halt, sind viel zu wenig Möglichkeiten hier, um eine Vierer-Kombo rauszuholen. Das ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Um alles reinzuballern. Hm.
Okay. Aktivierung. Deaktivieren, deaktivieren. Okay. Okay. Ich dachte. Ah. Wie Ihnen bekannt sein sollte, wird das Intrepid in Bälde angelegt. Und Admiral Venner persönlich wird uns mit seinen Anwesenheit beehren. Ihr Befehl lautet, zu Dienst zu sein und die Intrepid so schnell und effektiv wie möglich zu bedanken. Und dabei so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf unsere Nebenoperation zu lenken. Mhm. Noch mehr Informationen. Alles klar. Alles sauber, nichts zu vermelden. Mir fehlt übrigens ein Ohr. Wurde auf dem Übungsplatz abgeschossen. Tja. Irgendetwas Neues wegen meiner Versetzung zu 501? Ah, ja. Auf meinem letzten Posten bin ich jeden Tag geschossen worden. Aber man gewöhnt sich daran. Funktioniert. Obwohl die Wartungsarbeiten von Risiko erzählt haben, beharrt das Team auf L-Sektor 04 darauf, dass die Kraftstoffleisten korrekt justiert sind. Für den übermäßigen Hochdruckdampf beschlagen die Linsen der Sturmtruppler. Diese mangelhaften Arbeitsbedingungen sind unzumutbar für meine Truppen. Wenn sich niemand darum kümmert, werde ich das Problem in den Sektorvorsteher weiterleiten. Einsätze dieselbe Ausrüstung. Für neues Zeug würde ich töten. Du sagst es. Gibt es nichts als Verbrecher und Gesinde. Los, lenk sie ab, Nex. Kameras sind aus. Okay, jetzt können wir auch endlich weiter. Das haben wir auch einiges interessiert. Jetzt macht's Sinn. Laut Grundriss muss der Datentresor hier irgendwo sein. Vielleicht dort? Den ganzen Weg dann da drüben langlaufen. Guck mal. Ich hoffe, dass ich nicht unten durch auch noch laufen muss. Okay, weiter geht's. Auf, sind wir nicht von uns hier runter geworden? Ach nee. Ne, da war nur einer. Nix, da. Was ist das für ein Ding? Das ist mein Freund. Geht's noch? Defekte Stromleitung übergeben an zensiert. Okay. Aha. Gut, okay, wir haben alles. Es ist halt nur die Frage, welchen Weg wir nehmen. Dann können die das Reden übernehmen. Ganz deiner Meinung. Wir nehmen den Weg.
sitzen unter der Treppe. Glaube ich, da hoch und dann nach links rüber. Und überall sind Leute, die laufen. Und da kommen auch jedes Mal Soldaten durchgelaufen. Ich habe keine Ahnung. Hab's gewusst, da kommt immer ein Intervall von Soldaten. Oder Imperial. Klonkrieger. Hast du recht. Angreifen, genau. Wenn das mal gut geht. Was? Da war das Geräusch, aber es war viel zu hoch. Okay. Komm ich da rüber? Das wäre das Einfachste halt, ne? Aber solange da so ein Dinger da hängt, sieht es schlecht aus. In die Tasche, Nix. Schaff diese Ratte hier weg. Schaff diese Ratte hier weg. Du bist der Einzige hier, der hier irgendwas macht. Oder irgendwas sagt. Du bist ja ganz allein. Okay, probier mal den anderen Weg. Vielleicht ist hier ja einfacher. Zum Schluss haben wir es in die Luft gejagt. Aber die bewegen sich halt leider auch nicht weg, ne? Was wird denn hier gemacht? Aber meine Ohren pfeifen immer noch.
sollten wir uns mal ansehen. Was? Sie kommen in unsere Richtung! Die Station wurde abgeriegelt. Jo, okay. Weiß man, hat einen Haken, aber man darf hier nicht nach oben klettern. Ne? Welchen Weg nehmen wir denn am besten? Da komme ich nicht hoch. Ich war da unten schon. Ich bin da vorgekommen. Wir müssen aber wahrscheinlich dann dahinter die Treppen hoch. Frage ist halt nur, wer hat mich ja letztes Mal gesehen? Okay, wir probieren es einfach nochmal. Den gleichen Weg wie vorher. Der war eigentlich gar nicht so verkehrt. Was das angeht. Nix. Da. Sehr gut. Woher kam diese Ratte? So. Mit 14 habe ich zum ersten Mal ein Sternzeichen gesehen. Da wusste ich, dass sie zu den Sturm. Wegen einem Sternzerstörer geht man zu den Sturmtruppen. Hat man schon so viel Angst davor? Ich weiß ja auch nicht. Wurde ja zerstört, also. Tja. Den gibt es ja in dieser Geschichte ja nicht mehr. Den ersten. Das Gefühl, dass es vielleicht dieser Weg der ein bessere Weg ist, wie der da drüben. Oder so. Ist halt ein bisschen anstrengend, aber hey, ich hab's geschafft. Hier kommt keiner vorbei. Noch stehen, das ist mal gut. Ich erstatte Bericht, wenn ich zurück bin. Ah, oben drüber. Oh, guck an. Sieht ja schon besser aus. Die Frage ist bloß, wo komme ich jetzt hier raus? Anderen Seite der Unterführung. Alles klar. Mache Meldung, wenn ich etwas sehe. Aber ich muss ja trotzdem nach oben kommen. Sektor gesichert. Was war das?
Zielperson entdeckt! Wo denn? Ich löse den und ich rufe Verstärkung! Ach, come on, Leute. Also übertreibt noch nicht. Hier unten hat sie mich keiner gesehen. Was machst du denn? Du hast den Alarm ausgelöst. Also echt jetzt, Leute. Also come on. Das ist jetzt schon ein bisschen mies. Sehr mies gemacht. Aber okay. Schaff das hier raus. Ja, mach ich. Nee. Ich dachte, ich könnte da durch, aber nee, bringt ja nichts. Also, okay, wir müssen irgendwie da hoch. Ist jetzt mal so. Das lasse ich mal ein bisschen wieder abklinken. Was war das? Na, ernst jetzt. Mal sehen, was das war. Okay, ich warte, bis sie hochgelaufen ist. Hast du was, Kleiner? Verstanden. Bleibe in Alarmbereitschaft. Ich brauche halt einen Weg nach oben. Das Problem ist, wenn ich die ausschalte und die anderen laufen hier dran vorbei, dann wird sie gesehen. Und genau die. Und dann wird es auch wieder misstrauisch, das können wir nicht machen. Unverändert, Ende. Anders regeln, wir müssen in diese Richtung gehen. Aber wie wurde ich dann letztes Mal hier entdeckt? Mein ehemaliger Hauptmann war ein echter Fanatiker. Der hat den alten Trupp erschossen, nur weil sie seine Befehle in Frage gestellt haben. Aha. Ich laufe komplett auf dem Weg wieder zurück eigentlich.
Ich dachte, es gibt irgendwie einen Weg nach oben oder so. Vielleicht bei der Tür, wo die Kamera steht. Wir gucken jetzt hier nochmal, wo wir hier rauskommen. Die kommen in unsere Richtung! Ey, wie viel Pech kann man denn haben, meine Freunde? Wie viel Pech kann man denn haben? Was machst du denn? Du hast den Alarm ausgelöst! Ich bin im Schacht, also. Mir können sie gar nichts. Ich hab Tiz. Nein. Geh mal jetzt zu V. Ja, die Mission habe ich gehasst, okay. Ja. Wenn man hier wenigstens schon was machen könnte oder so, aber. Für das Imperium! Ihr Schweine! Ich komme hier auf die andere Seite, aber dann komme ich aber nicht hoch. Da muss ich ganz blöd machen. Das ist halt irgendwie schwierig. Was ist das? Meine Faust. Sag guten Tag. So. Kurze Frage, wenn du schon da bist, wenn du noch zuschauen solltest, muss man dann in der mittleren Treppe drüben wieder hochgehen oder gibt es da noch einen anderen Weg? Das würde mich interessieren, GamerHits TV aus dem Chat. Kommst du auch oben weiter? Ja, ich meine rechts entlang halt, dann müsste ich halt außen rumlaufen dann. Aber da ist der hier Weg hier momentan noch der einfachere, finde ich. Hätte es halt könnte, dass man hier mit dem Fahrstuhl hochgehen. Willst du das haben? Hier drüben in dem Lift irgendwie reingehen kann. Darf den Aufzug nicht runterfahren? Okay. Scheiße. Okay. Scheiß auf. Wir machen das mal. Hey. Diesmal ist platt. Ich darf mit dem Aufzug nicht runterfahren? Aber ich komme ja da nicht weiter. Das ist ja, was mich ein bisschen verwirrt. Komme ich da rüber? Achso, warte. Oh, ja, stimmt. Oh, ich vergesse jedes Mal nix. Jedes Mal vergesse ich nix, irgendwas zu befehligen. Gott, jedes Mal vergesse ich es jedes Mal. Das ist noch Bewegung nichts. Wir haben es auf uns abgesehen. Ach so, okay. Ich wusste gar nicht, dass da eine Drohne ist. Daran habe ich gar nicht gedacht, weil ich auf den Chat gerade geschaut habe. Mein Fehler. Das kriegen wir hin. Komme ich da rüber? Ah ja. Nee, da kann nichts machen. Ja, das macht dann schon Sinn. Nicht so! Guten Tag! Alles okay bei Ihnen? Ich habe Freunde mitgebracht. Vorsicht!
Ich mach euch alle fertig. Lol. Das ist mir auch noch nicht passiert. Einfach mal daneben geflogen. Ist gesprungen. Yay! Eine geile Sache. Das muss man erstmal schaffen. Komme ich da rüber? Der macht Notiz. Ach so. Mein Bruder ist Tipi. Er hat 3x-Flügel in einer Luftschlacht abgeschossen. Aha. Ich hab X gedrückt. Alarm, Alarm. Ich bin mal freitot. Mal freitot. Ihr regt mich nie. Ich hab Tiet. Ah, okay, ich muss mal durchatmen. Muss langsam sicher sein. Komm ich da rüber? Ich denke mal, ich muss da rüber springen. Also, ja, die Reaktion darauf. Komm schon. Ey, ernst jetzt? Wollen die mich jetzt verarschen? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für ein blöder Sprung, ey? Wenn da nicht mal connected. Du darfst irgendwie davon loslassen. Komm ich da rüber? Bin zu gerade angespannt. Also auf jeden Fall muss ich, glaube ich, darüber springen. Bei einhaken kann ich mich da oben, glaube ich, da nicht mehr für das kleine Stück da. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Ich lebe! Hier drüben. Die sind hinter uns her! Ah, wird immer schlimmer. Ich liebe das Spiel, ich liebe das Spiel. Macht so viel Spaß. Yay! Drück das Knöpfchen, Nix. Untenrum bin ich so viel gestorben wie jetzt oben rum jetzt hier. Warum auch immer. Wieso haben die mich jetzt entdeckt? Du hast den Alarm ausgelöst.
Okay. Weil ich gerannt bin? Oder wegen der Position da unten? Komme ich darüber? Das könnte gut möglich sein. Wie viel Zeug da unten rumliegt, ne? Der letzte war auf einer Nachtwelt. 2 Jahre ohne Tageslicht. Okay. Ich bin mal gespannt, wie Nix darüber kommt. Okay, das war cool. Okay, das ist doch der einfache Weg. Diesen Dateien schlau werden. Wer bist du denn? Gehörst du zu Torben? Wow. Ja? Nein, du bist ein Eindringling. Und wenn du nicht willst, dass ich den Alarm auslöse, bringst du mich hier raus. Und wer genau bist du? Was, Nock? Torbens Buchhalter. Schicker Titel für einen Gefangenen, ne? Ich dachte, Gefangene sind meistens in Zellen oder so. Sie nennen es kreative Bestrafung. Kommt davon, wenn man zu clever ist. Die Schmiergelder und Mauscheleien des Gouverneurs laufen allesamt über mich. Kay, wir müssen uns beeilen. Entscheide einfach, wem wir das anhängen. Eine Hand wäscht die andere. Lass ein paar Akten verschwinden und ich hol dich hier raus. Daten löschen, kein Problem. Was darf sein? Den Pikes natürlich anhängen.
kann die nicht leiden. Also gut, lösch alle Schulden der Pikes, die du findest. Da will wohl jemand, dass Gorak Schwierigkeiten kriegt, was? Mutig? Sicher. Dumm? Vielleicht. Ich lösche alles und wir treffen uns in meiner Fluchthilfe. Deine Fluchthilfe? Ich hatte viel Zeit, um das zu planen, Eindringling. Du kannst die von der Konsole hinter dir starten. War das jetzt schlau? Also, Bosnok, wie mache ich das? Ruf den Frachtaufzug. Ja, haben sie geschafft, wie die Pikes anhängen. Genau, warum werden denn die Pikes an die Daten gelöscht? Gut gemacht, Eindringling. Er bewegt sich. Toll. Ich heiße übrigens Kay. Ja, wie auch immer. Okay. Ja. Also, unsere Fluchthilfe muss rum. Kann mal jemand helfen? Da ist ein Schalter am Heck. Der sollte hier einen Energiestoß verpassen. Okay. So, und jetzt? Ja, ja, folge mir. Ich führe uns hier raus. Das ist was Feines, nicht? Schaltest du jetzt die Energiebarriere aus, oder was? Ich dachte, du hattest das alles geplant. Hatte ich auch. Und laut Plan schaltest du die Energiebarriere aus. Was? Nee, nee, was? Hä? Was hier? Nee, nee. Was? Ich habe die Bahnbrecher abgeriegelt, aber sie versuchen, die Türen aufzustemmen. Schnell! Ich komm ja schon. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Ich glaube, ich habe hier einen Fehler gemacht. Kann ich nochmal zurückspulen? Was passiert, wenn ich das hier aktiviere? Das ist eigentlich das Falsche. Da steht hier, ihr Crimson Dawn, ja, mach's gut, wenn du die Pikes-Schulden löschst. Hä? Muss ich nicht verstehen. Jetzt gehen wir mal hier drauf. Gucken, wo ich rauskomme. Perfekt, okay. Das geht ja schnell. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Hey, komm ich da rüber? Ja, das ist nervig einfach. Wenn das nicht wirklich sagen tut, negativ, positiv. Das zeigt gar nichts aus. Es zeigt nur, da bist du und mehr nicht. Das ist bei beiden egal, so im Endeffekt. Das finde ich hat noch ein bisschen blöd gelegt. Im Endeffekt, was dann die Auswahlmöglichkeiten gibt. Das ist noch ein bisschen, ja. Es war beim ersten Mal genauso, dass man hat,
ganz blöde Antworten sind oder Möglichkeiten, die nicht so wirklich logisch sind. Wir sind ja gleich drüben, geht ja schnell. Miep, 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 miep. Der bewegt sich jetzt gut. Weil irgendwie, wo ich mir rüber gesagt hat, hat er mich irgendwie gesehen. So. So, auf ein neues. Vernichtet sie, okay. Wen vernichten? Ich habe ein paar heftige Nächte in der Kantine verbracht. Irgendwo kann ich besser davon lassen. So. In die Tasche nix. Einmal stehlen. Ein paar Schulden. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, bevor wir es noch machen. Journal. So, falsche Flagge. Nur ein Angehender hat keinen angeheuert, einen brennenden Treibstoff in den Filtern dort die Daten zu löschen. Sonst sind die Firmen auf den Aufmerksamkeit gemacht werden, dass die Parks hinter seinen Rücken agieren. Okay. Muss ich ja nicht so verstehen, werden wir gleich herausfinden. So. Mach schon. Ach, wer soll denn aus diesen Dateien schlau werden? Wer bist du denn? Gehörst du zu Torben? Wow. Ja? Nein, du bist ein Eindringling. Und wenn du nicht willst, dass ich den Alarm auslöse, bringst du mich hier raus. Und wer genau bist du? Was, Nock? Torbens Buchhalter. Schicker Titel für einen Gefangenen, ne? Ich dachte, Gefangene sind meistens in Zellen oder so. Sie nennen es kreative Bestrafung. Kommt davon, wenn man zu clever ist. Die Schmiergelder und Mauscheleien des Gouverneurs laufen allesamt über mich. Kay, wir müssen uns beeilen. Entscheide einfach, wem wir das anhängen. Eine Hand wäscht die andere. Lass ein paar Akten verschwinden und ich hol dich hier raus. Daten löschen? Kein Problem. Was darf's sein? So. Den Pikes anhängen. Ja. Den Crimson Doors anhängen. Ich finde es halt nur lustig, wenn ich es den Pikes anhänge, werden die Daten gelöscht. Von den Pikes. Eigentlich das ja eigentlich normalerweise, ne? Es sind Pikes anhängen, wenn man für Crimson Dawn ist. Dann machen wir das halt einfach jetzt nochmal. Ich hab keine Ahnung, wo der die Loki dahin hergestellt. Also gut, lösch alle Schulden der Pikes, die du findest. Da will wohl jemand, dass Gorak Schwierigkeiten kriegt, was? Mutig? Sicher. Dumm? Vielleicht. Ich lösche alles und wir treffen uns in meiner Fluchthilfe. Deine Fluchthilfe? Ich hatte viel Zeit, um das zu planen, Eindringling. Du kannst sie von der Konsole hinter dir starten. Es ergibt einfach keinen Sinn. Ich raff's halt einfach nicht. Also, Bosnok, wie mache ich das? Toll. Ich heiße übrigens Kay. Ja, wie auch immer.
Professor. Unsere Fluchthilfe muckt rum. Kann mal jemand helfen? Da ist ein Schalter am Heck. Der sollte hier einen Energiestoß verpassen. Was war das? Haltet sie auf! Griff! Die sehen uns! Ungeduld ist nicht meine Tugend gerade momentan. Nicht gerade, ja, zum Scheitern verurteilt. Also, unsere Fluchthilfe muckt rum. Kann jemand helfen? Da ist ein Schalter am Heck. Der sollte hier einen Energiestoß verpassen. Warte mal, wenn der Typ wieder ist, sind auch die anderen Sachen wieder da? Nee, das nicht. Nee. Soldaten kommen wieder, aber... Verstanden. Bleibe wachsam. Schätze nicht. So, und jetzt? Ja, folge mir. Ich führe uns hier raus. Mein Trupp wollte mal an. Willst du das haben, Nix? Wir alle gegen ihn. Und es war knapp. Schaltest du jetzt die Energiebarriere aus, oder was? Ich dachte, du hattest das alles geplant. Hatte ich auch. Und laut Plan schaltest du die Energiebarriere aus. Dann machen wir das halt einfach mal. Wenn hier nichts dazwischen kommt. Hey, komm zurück! Die Imperiale glaubt es nicht! Was? Ich habe die Bahnbrecher abgeriegelt, aber sie versuchen die Türen aufzustemmen. Schnell! Ich komm ja schon. Ja, los geht's. Wenn der Anblick der Größe unserer Operation Sie in Schach hält, bin ich dafür. Gouverneur Torben weiß schon, was er tut. Der Kommandeur irrt sich. Ich bin die beste Schütze des Bataillons. Die Tür ist zu. Du musst sie aufmachen. Ja, schon klar, Boss Nock. Was es zu holen gibt. Was ist das für ein Vieh? So. Gucken wir mal. Ich habe mehrere Beschwerden über den Buchhalter dieser Station erhalten und Er achtet es als nötig, sie an die Organisation dieser Sektors zu erinnern. Der Buchhalter wurde von mir ernannt und steht bis auf Weiteres unter meinem Schutz. Wenn Sie Bedenken vorbringen möchten, können Sie das gerne persönlich tun. Okay. Alles klar. Würde es nicht schneller gehen, wenn ich dich trage? Was? Ich lasse auch mein Zeug nicht hier. Also, naja, die andere Tür ist nicht aufgegangen. Hast du den richtigen Knopf gedrückt? Ich muss sie improvisieren, Boss Nock. Warte. Gut, ich hab's. Knopf, was hast du denn da gemacht? Ich falle! Keine Ahnung, ich hab nur einen Knopf gedrückt. Such nach mir, Heimbringling. Du musst hier runterkommen. Okay. Also, wie bist du denn hier gelandet? Ein Impone Sinflomo hat mich beim Kartenzählen bei Sabak erwischt. Hey, da kommt jemand.
Bist du da? Oh oh. Ich hab gefragt, was du hier machst. Und genau wegen sowas wirst du ungefördert. Du kannst es einfach nicht lassen, deine Nase in andere Leute Angelegenheiten zu stecken. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Das wüsstest du wohl gern. Solche Fragen können einem das Leben verkürzen. Soll das eine Drohung sein? Ich sage nur mal, dass es keine Schande wäre, wenn dich jemand umlegen würde. Das merke ich. Und ich lass dich nicht aus den Augen. Das reicht. Ich schlage Alarm. Ah, verdammt. Hat das geklappt? Hervorragend. Scanne Inhalt nach Lieferung. Fracht nicht erkannt. Autorisierung der Hangar-Kontrollbucht erforderlich. Anscheinend musst du die Frachtautorisierung überschreiben. Hm, verstanden. Wo ist die Steuerbucht des Hangars? Voraus. Voraus? Wett? Okay. Da geht's nicht lang. Gab's hier noch irgendwas? Blasterwunde meldet sich wieder. Nee, okay. Hätte sein können, dass sie mich verarschen. Dass einer rausgeht und dann... Schalt den Alarm ab, ja. Vielleicht hat er ja was Interessantes. Toll gemacht. Kümmert euch um das Viech. Mach die mal auf. Okay. Wir nehmen das gleich mal mit. Störung in der Nähe des Frachtraums gemeldet. TK 28599, sofort überprüfen. So. Safe.
Okay, wir haben alle ausgeschaltet hier drinnen. Schon mal sehr gut. Nehmen den Plaster mit. Was steht hier? Fenrich, danke für Ihren Bericht bezüglich korrupter Elemente auf der Treibstoffstation. Visavi, ich bin. Ich bin die Beweise durchgegangen und stimmt Ihnen zu, dass es übel aussieht. Ich habe Hauptmann Volo gebeten, sie abzulösen, damit sie sich meiner Kommission in Mirogana treffen und ihre Aussage persönlich vorbringen können. Ich sehe eine große Zukunft für sie. Okay. Na dann. Wenn du das sagst. Bei so vielen Troplern kommen wir nicht durch den Hangar. Vielleicht können wir sie rauslocken. Ah, wieder so ein Dreier, okay. Ja, dann... So. Alles klar. Gut, eine... Ha! Die Sturmtruppler da unten ziehen ab. Das ist die Gelegenheit, Nex. Kehren wir zurück aufs Schiff. Okay. Let's go, wir haben alles. Alles klar, Nix? Wird schon schief gehen, Kumpel. Nimm den Blaster mit. Meine Güte, brauchen wir noch. Sicher ist sicher. Okay. Hier noch irgendwas? Ne? Okay. Du bist ein Feind des Imperiums! Hallo! Baka? Fahr die Laderampe runter, lass uns rein! Er ist uns! Lass einfach die Rampe runter! Das stimmt was nicht, sie klemmt! Ich repariere das! Wenn du das hier überleben willst, dann mach das Ding auf! Ich kann nichts dafür, sie ist einfach noch nicht bereit! Dann sorg dafür! Hier draußen sind eine Menge Truppen! Schon kapiert, aber der Bahnbrecher darf nichts passieren. An alle Einheiten. Der Eindringling wurde in Hangar 1 gesichert. Wiederholt, Hangar 1. Besetzt die Ausgänge, schnappt sie euch. Boah, Granate. Alter, wo kommt... Was denn jetzt? Was denn jetzt? Neustart, natürlich. Was ist das für eine Kackwaffe?
geht schon viel besser. Kampf ist unten. Bring die Fracht an Bord. Ist hier Fracht. Kann rein. Nein, 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 das war unser Ausgang. Dann sorgen wir für einen neuen. Oh, wollen wir noch selber fliegen? Aktivier die Booster und bring uns hier raus. Hör uns ein, Kay! Wir schaffen das! Wir sind draußen! Alles gut! Nichts ist gut! Da kleben Tees an uns! Wir müssen von dieser Station weg! Flieg wieder ins Trümmerfeld! Da hängen wir die Tees ab! Siehst du das imperiale Funkrelais? Da müssen wir hin. Wir löschen die Daten und dann vergessen die Imps, dass es uns gibt. Klar, verstehe. Aber vorher muss ich diese Tees ausschalten. Dann können wir das Relais nicht hacken. Schon dabei. Sind die Verfolger? Welche denn? Serik. Dem Relais und ich lösche das System. Auch nur ein paar Sekunden. Ohne Unterbrechung. Ah, die kommt rein, okay. Anweisung an alle Piloten. Brechen Sie die Suche ab. Okay, alles gut? Wir sind sicher. Jetzt zurück nach Mirogana. Schnell. Festhalten! Alles klar bei dir da hinten, Bosnok? Oh ja, ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal so aufgekratzt war. Mach dir sowas öfter. Also, tritt der Typ unserer Crew bei, oder? Wir sind keine Crew. Und nein, tut er nicht. Dann landen wir.
Puh, okay. Ach, das war's hoffentlich. Ach, na gut, das muss Elira beeindrucken. Komm, hoffen wir mal, dass wir alles richtig gemacht haben. Ich hab grad ziemlich viel zu tun. Ja, bist du gut beim Verwarten? Was? Ja, ich bin aus Kanto Bight. Gut. Ein paar Leute wollen in Makal um hohe Einsätze spielen. Nimm ihnen ihr Geld ab. Sprich mit Elira. Das ist ja manchmal echt ein bisschen. Eine Wegfindung wäre schön, irgendwie. Weil ich finde den Weg nicht. So, der Markt, da waren wir ja letztes Mal auch, wo wir versucht rauszukommen hier. Sie hätten Steuer schon. Aber sieht gut aus. Hast du es geschafft? Ja, aber da ist noch eine Kleinigkeit. Was denn? Tordens Buchhalter ist auf meinem Schiff und braucht Schutz. Er kennt alle Geschäfte, die der Gouverneur in Mirogana gemacht hat. Das kommt unerwartet. Ich schicke sofort jemanden, der ihn abholt. Also heißt das, ich krieg jetzt endlich alle Geheimnisse von Crimson Dawn zu hören? Nur eins. Die Kopfgeldjägerin, die deinem Todesmahl hinterherjagt, heißt Vale. Sie ist berüchtigt. Ha. Das heißt wohl, dass ich auch berüchtigt bin. In diesem Geschäft ist es besser, anonym zu bleiben. Okay. Bosnok wird abgeholt. Und ich wurde bezahlt. Welches Teil brauchst du als nächstes? Ich kann nicht mehr auf diesem Mond bleiben. Ja, ja. Eins nach dem anderen. Bevor wir den Hyperantrieb reparieren können, musst du deinen Gleiter verbessern. Was? Wieso? Vertrau mir einfach. Such dir einen Mechaniker. Ich dachte, du bist Mechaniker. Ja, und ich hab zu tun. Hör dich um, du findest schon jemanden. Danke, hatte einen Kontakt. Ah, diese Mechanikerin Selo. Sie könnte meinen Gleiter umbauen. Hey, okay. Danke. Du meintest, du kennst jemanden, der meinen Gleiter aufmotzen kann. Stimmt's? Ganz recht. Der Barkeeper in Jauntas Hoffnung kennt die Mechanikerin. Also würde ich da anfangen. Jauntas Hoffnung. Alles klar. Schön, dass du dich gemeldet hast, Kay. Du machst dir einen Namen. Das bedeutet mehr Arbeit. Ich habe eine hübsche Liste mit Aufträgen für dich. Und nicht nur ich. Viel mehr Leute wollen dich jetzt anheuern. Oh, danke. Ich komm vorbei. Ah, diese Mechanikerin Seele. Hey, was? Sie könnte meinen Gleiter umbauen. Was? Die Hackerin, der Mechaniker. Okay. Karte anzeigen. Aha. Okay. Ist das eine Drohung? Ein Friedensangebot. Ah, okay. Gut, Leute. Was? Hi. Kaufen? Was hast du da so schönes? Grobtuch? Verkaufen? Alle Wertsachen verkaufen. So. Danke. Gut. Passen Sie auf sich auf. Werde ich.
So, da würde ich sagen, ja, dann kommen wir mal zum Ende. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall momentan, ja, noch auf jeden Fall ein paar Nebenaufgaben. Und wir müssen entweder die Hackerin oder die hier machen, aber ich denke mal, bevor wir hier weitermachen, machen wir erstmal hier die Informationen, mache ich so nebenbei. Gucken, was ich hinkriege und ein bisschen Geld farmen etc. Pipapo. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Wann weiß ich nicht. Ich werde so gut wie möglich Zeit investieren, denn auch in First Senden braucht die Zeit da drin auch ein bisschen Aufmerksamkeit, denn das Spiel ist auch sehr wichtig. Und ja, mal gucken, wann ich dazu wieder Zeit habe. Und wenn es euch natürlich gefallen hat, eine längere Folge hier dabei zu sein, dann schreibt mir einfach doch mal in die Kommentare. Würde mich freuen. Und somit würde ich sagen, verabschiede ich mich hiermit aus Star Wars Outlaw. Und ja, das können wir auch mal speichern, wann wir wollen. Gut, prima. Und somit wieder schauen, reingehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris Angel 3000 hier mit diesem wunderschönen Spiel. Tschüss und bleibt gesund. Und ja, ciao.